Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute blicken wir in die Vergangenheit und schauen, wie sich die Schauspieler des Films Terminator aus dem Jahr 1991 im Laufe der Jahre verändert haben. Los geht's! Nummer 1. Arnold Schwarzenegger spielte 1991 die Rolle des Terminator T-800 im Alter von 44 Jahren. Im Jahr 2024 ist Arnold Schwarzenegger 77 Jahre alt. Nummer 2. Linda Hamilton spielte 1991 die Rolle der Sarah Connor im Alter von 35 Jahren. Im Jahr 2024 ist Linda Hamilton 68 Jahre alt. Nummer 3. Edward Furlong spielte 1991 die Rolle des John Connor im Alter von 14 Jahren. Im Jahr 2024 ist Edward Furlong 47 Jahre alt. Nummer 4. Robert Patrick spielte 1991 die Rolle des Terminator T-1000 im Alter von 33 Jahren. Im Jahr 2024 ist Robert Patrick 66 Jahre alt. Nummer 5. Earl Boone spielte 1991 die Rolle des Dr. Peter Silberman im Alter von 50 Jahren. Earl Boone verstarb 2023 im Alter von 81 Jahren. Nummer 6. Joe Morton spielte 1991 die Rolle des Dr. Miles Bennett Dyson im Alter von 44 Jahren. Im Jahr 2024 ist Joe Morton 77 Jahre alt. Nummer 7. S. E. Petha Merkerson spielte 1991 die Rolle der Tarissa Dyson im Alter von 39 Jahren. Im Jahr 2024 ist S. E. Petha Merkerson 72 Jahre alt. Nummer 8. Castulo Guerra spielte 1991 die Rolle des Lainey Flanders im Alter von 46 Jahren. Im Jahr 2024 ist Castulo Guerra 79 Jahre alt. Nummer 9. Danny Cooksey spielte 1991 die Rolle des Tim im Alter von 16 Jahren. Im Jahr 2024 ist Danny Cooksey 49 Jahre alt. Nummer 10. Jeanette Goldstein spielte 1991 die Rolle der Janelle Voight im Alter von 31 Jahren. Im Jahr 2024 ist Jeanette Goldstein 64 Jahre alt. Nummer 11. Xander Berkeley spielte 1991 die Rolle des Todd Voight im Alter von 36 Jahren. Im Jahr 2024 ist Xander Berkeley 69 Jahre alt. Nummer 12. Dean Norris spielte 1991 die Rolle des SWAT-Teamleiters im Alter von 28 Jahren. Im Jahr 2024 ist Dean Norris 61 Jahre alt. Danke fürs Zuschauen, liken und teilen Sie das Video und abonnieren Sie unseren Hollywood-Stars-Kanal. Bis zum nächsten Mal, tschüss!